Ja, servus, grüezi und hallo, euer Mr. Key präsentiert den neuen Style. Internen Style am Yamaha Genius. Und es wird heute ein bisschen, mystisch, sagen wir mal. Es geht in den Bereich des Dancefloors. Und ja, da habe ich den treibenden Style British Dance Pop heute für euch im Programm. Ja, bei eingeschalteter OTS-Link-Taste starten wir heute mal mit Main A, genau. Und Main A blinkt, das heißt, da gibt es so ein kleines Fill-In. Und ja, auch hier blinkt es zwar schön, da ist noch so ein Multipad als Synchro aktiv. Und ja, die Klangkombination ist OTS OneTouch Setting Nummer 1. Tonart A-Moll, ich wünsche euch viel Spaß mit dem British Dance Pop Style aus dem internen Bereich des Yamaha Genius. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das fing doch schon mysteriös an. Ein typisches Dance-Piano und mit viel Hall hinten dran und auch so eine mysteriöse Fläche, synthetische Fläche. Das erzeugt eine ganz eigenartige, aber doch schöne und gefällige Stimmung. Eine tolle Klangkombination. Ja, dazu der Style. Ja, wir hören das Schlagzeug, natürlich mit dem Grundbeat auf jeder Viertelnote, wo die Bassdrum zu hören ist. Dazu ein Tambourin und eine Kombination aus leichten, Tambourin mit Snare, so kann man es vielleicht umschreiben. Natürlich ein Bass-Sound und dieses Flirrende, was da so, das sind so synthetische Klangfarben, die hier zukommen. Ja, dieser Klang übrigens auf der rechten Seite setzt sich aus drei gleichzeitig aktiven Klangfarben zusammen und ergibt diese mystische Einstellung. Ganz wunderbar. So, wir schalten mal um. Gehen über auf Main B. Klangkombination 2 und ich starte mit Intro Nummer 1. Ja, der typische Einzähler beim Intro. Und hier hat man das Gefühl, man wird zurückversetzt in die 70er Jahre, Disco-Zeit, ein typischer
Disco-Rhythmus, ja, in den 80ern, Pet Shop Boys könnte man auch noch nennen. Die haben so ähnliche Styles genutzt und dann auch für ihre Songs noch weiter verfeinert. Vielleicht, wenn ihr mögt, mit diesem Style auch ist es möglich, ein Stück der Pet Shop Boys nachzuspielen natürlich. Oder mehrere. Ja, eine funky E-Gitarre ist zu hören. Ein Klavier, was die Akkorde so einwirft. Der Bass und natürlich das treibende Schlagzeug. Die rechte Hand, die Klangkombination. Da haben wir hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste klingt wie folgt. Ja, auch hier wieder ein Mix aus den normalen klassischen Streicher auf rechts 1 und einem synthetischen, ja, Streicherklang, sagen wir mal, der so ein leichtes Filter hat. So ungefähr macht dieser Sound, wenn man ihn alleine hört, können wir auch gerne mal machen. Das ist quasi so eine schwebende Stimmung, die hier erzeugt wird. Auf rechts 3. Ein klassisches E-Piano. Ja, in der Suitcase Clean Variante. Auch sehr nett für sehr tolle zusätzliche Begleitungen oder eben Solo-Linien, die man da spielen möchte. Weiter geht's mit Main C und der OTS One Touch Setting Klangeinstellung Nummer 3. Ich starte hier mal mit dem Intro 2. Und wir hören mal rein. Ich würde sagen, Disco-Feeling perfekt, 70er, 80er Jahre. Und auch dieses dieser synthetische Lauf, den wir schon bei Main A auch gehört haben. Der ist hier in dem Intro 2 mit verarbeitet worden. Sehr geschmackvoll, sehr dynamisch, eine tolle Style-Variante. Main C. Die rechte Hand. Da gibt es eine Klangkombination aus drei verschiedenen Klängen. Auch ein bisschen ungewöhnlich, zwei verschiedene E-Gitarren-Sounds und ein Flöten-Sound. Na gut, wir testen mal, wie das zusammen klingt. Interessant, mal was anderes, würde ich sagen. Gitarre mit Flöte. Gitarren kann man ja im Allgemeinen mit diversen anderen Klangfarben kombinieren, aber mit Flöte ist mal, ja, was Spezielles. Okay, das Ending Nummer 2 hören wir uns auch gleich nochmal an.
Ja, Bass, Akkord, Schlagzeug, knackig, kurzer Schluss und aus ist der Style. Gut, wenn dem so ist, gucken wir uns nochmal die Break-Taste an und wie das Ganze klingt. Ja, wieder ein kurzer Akkord, der noch zu hören ist und dann hat das Schlagzeug sozusagen eine kleine kurze Solo-Variante, ehe im nächsten Takt dann die vorher oder kurz vor Ende des Breaks die Main-Variante, die dann ausgewählt wird, da geht es dann rüber. Und dann wird damit weitergespielt. Genau, was hier natürlich auch, das aber bitte vorher ausprobieren. Ich habe das schon ein paar Mal in den Video-Tutorials gezeigt. Natürlich ist es möglich, mit den Style-Tasten Main A, B, C und D und natürlich auch dem Break-Taster, den in eine Schleife, in einem sogenannten Loop abzurufen. Sollte, und deswegen bitte vorher ausprobieren, sollte natürlich musikalisch Sinn machen. Ich gestehe, ich habe das jetzt mit dem Break-Taster nicht vorher ausprobiert, aber wir können ja mal, damit ihr euch das vorstellen könnt, was ich da meine, ausprobieren. Also, der Rhythmus läuft, dann kommt irgendwann der Break-Taster und wenn ich den gedrückt halte, wird dieser Break immer wieder gespielt. Natürlich müssen wir nicht irgendwann wieder loslassen, weil sonst ja, klingt es wie eine Platte, die einen Sprung hat. Aber für so einen kleinen Zwischeneffekt immer mal wieder gut. Und ich sage es nochmal, bitte vorher ausprobieren, damit das musikalisch auch entsprechend Sinn macht. So, selbiges geht natürlich mit den, nehmen wir hier nochmal Main C, da geht das auch mit. Die gleiche Funktion, auch hier bitte vorher, wenn ihr das machen möchtet, ausprobieren und testen. Gut, wir testen mal, wie der Style, der ja schon sehr druckvoll und dynamisch ist, sich verändert bei Main D. Dazu gibt es dann die OTS-Variante Nummer 4. Und hier gibt es wieder eine Klangmix-Einstellung aus allen drei Parts für die rechte Hand. Okay, der Style. Das Schlagzeug ist druckvoll. Diese Synth-Linie ist da und ja, das Ganze groovt ohne Ende. 70er, 80er Discos, ganz herrlich, ganz wunderbar. Übrigens, wenn euch diese Synth-Funktion, diese Synth-Linie stört, es gibt ja die Möglichkeit über die On-Off-Channel-Funktion. Ich habe die jetzt hier mal auf die Assemble-Taste A gelegt, aber im Mischpult auf Seite 1 gibt es das natürlich auch im Mischpult, sei schon im Menü oben rechts aus, zack, so oben rechts gleich der zweite Reiter, einfach kurz draufdrücken, ist die gleiche Ansicht. Da könnt ihr gucken, wo diese synthetische Linie im Style-Bereich gespielt wird. Das war hier bei Phrase 2, ihr nehmt das einfach raus und schon ist das weg. Je nach gespielten Titel kann es manchmal ein bisschen störend sein. Ist eine nette Linie, aber ihr könnt sie ja dann irgendwann wieder dazu nehmen. Und schon ist sie wieder drin.
Ja, druckvoll. Wie klingt denn nun die rechte Hand dazu? Ah, was Synthetisches. Okay, aber ihr habt schon gemerkt, diese Klangfarbeneinstellung ist monophon. Man kann also nur einen Ton spielen, hat aber den Vorteil, man kann sehr schöne Glissandos spielen, Portamentos. Und ja, dadurch sehr schöne synthetische Linien spielen. Diese Funktion könnt ihr natürlich auch ausschalten. Das geht dann über die Voice-Taste. Und ja, hier oben ist dieser Bereich Mono. Ich lasse den jetzt mal drinne. Wenn ihr da drauf drückt, dann wird das für diese drei Klangfarben jeweils ausgeschaltet und ihr könntet mit dieser Einstellung auch mehrstimmig spielen. Gut, das wollen wir ja nicht. Sonst geht diese Grundeinstellung natürlich verloren, aber nur für den Moment. Die ist natürlich nach wie vor drin, wenn dann wieder auf ODS-Taste Nummer 4 gedrückt wird. Ja, und schwupp sind wir schon wieder am Ende. Es ist unglaublich, wie schnell das vergehen kann, so ein Video. Und ja, natürlich gibt es noch den Bonussong, wie immer in dieser Serie, Style-Tutorial-Serie von mir am Yamaha Genius gespielt, mit den verschiedenen Style-Parts, unterschiedliche Klangkombinationen. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schaut auch gern mal in meine Playlist, da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie gern im Kommentar, jeweils unterhalb des Videos. Und ich werde das so nach und nach dann immer beantworten. Beziehungsweise, wenn auch Anregungen oder Wünsche von euch sind, schreibt sie gern da rein und ich versuche das umzusetzen und euch darauf zu antworten. In diesem Sinne, euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Key sagt für heute Bye Bye.